An der B108 zwischen Waren und Teterow. Der alte Konsum von Molzow hat einen neuen Namen. Blums Delikat. Robert und Sophie haben den Konsum wieder salonfähig gemacht. Ich muss einmal winken, weil da ist jemand gekommen. Wer alt genug ist, der erinnert sich. Mit solchen Rollkörben zog Oma hier schon früher an den Regalen vorbei. Viele der Kunden kennen Konsum nur noch aus Erzählungen. Sonst hat der hier kaum noch was mit früher zu tun. Außer, dass er wieder mitten im Dorf ist. Herr Grün, das nächste Mal musst du den Kürbis selbst mal probieren. Der ist nämlich auf dem Käse super. Die Leute werden wir nie vom Supermarkt wegkriegen. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Aber mit so kleinen, besonderen Sachen kriegt man sie dann doch gelockt. Und ich glaube, das funktioniert. Fast alles hier ist Eigenproduktion oder von Lieferanten aus der Region. Selbstbedienung und Ladentheke für den Verkauf plus Schnellbistro und Café für Vorbeikommende. Apropos Café, der ist mehr als delikat. Sophie röstet ihn selbst nach Ladenschluss im Konsumkeller. Törtchen und Sahnebaiser kommen auch aus der Überstundenfabrik. Als ich angefangen habe, habe ich das nachts gemacht, wenn ich von der Arbeit kam. Und Robert hat es dann alles probiert, bis es irgendwann mal gut war. Und jetzt backe ich abends mir die Böden vor und fülle alles am Morgen dann frisch. Robert ist gelernter Koch. Zusammen mit Vera aus dem Dorf macht er täglich Mittag zum Mitnehmen. 20 Mal fürs Altenheim, 30 Mal fürs Feld. Der Oberschild. Ja, der Oberschild jeden Tag für uns die Kartoffeln. 5,50 kostet eine Mahlzeit. Reich werden sie damit nicht. Ja, wir haben ja nun mal die Einheimischen, die uns hier unterstützen und die dafür uns da sind, auch damit wir unser Geld verdienen. Und wenn wir anfangen, die auszuräubern oder davon auszugehen, wir brauchen sie nicht, auch in den schweren Monaten, in den Wintermonaten, wo es ruhig ist, wird es nicht funktionieren. Also wir müssen immer schauen, dass wir alle glücklich sind. Vorne Konsum, hinten ein bisschen wie LPG-Küche. Ohne Blums Mittagstisch blieben in Molzow und Umgebung jetzt viele Mägen leer. Ja, hallo Florian. Dein Essen ist doch gar nicht fertig. Für meine Kollegen. Die sitzen den ganzen Tag auf dem Trecker. Und dass sie einmal am Tag wenigstens was Warmes zu essen haben, das ist super. In der Corona-Zeit hat sich Robert nicht zurückgelehnt, sondern auch noch eine Fleischerausbildung gemacht. Keine Caterings durften gemacht werden. Wir haben teilweise Hochzeitspaare. Wir hatten Hochzeiten mit Braut und Bräutigam zu zweit. Live gekocht zu Hause, weil nichts anderes möglich war. So, dass wir auf jeden Fall die Zeit überbrücken konnten. Der Fleiß wurde den Blums in die Wiege gelegt. Auf dem Hof wird schon immer gebacken und auch geräuchert. Wild, das Robert nachts geschossen hat. Schlafen braucht er so gut wie nicht, sagt seine Frau. Gott sei Dank, so kann er am Wochenende auch noch los. Catering in einem der vielen Gutshäuser im Land, bei denen Blums Delikat schon längst einen Namen hat.